Aber über dir wird Gott aufstrahlen und Gottes Herrlichkeit wird über dir erscheinen. Liebe Freundinnen und Freunde von St. Peter, zum Ende der kirchlichen Epiphaniaszeit werden die Leuchtsterne am Kirchturm und in den Wohnungen wieder verpackt. Dabei brauchen wir doch weiterhin Licht in der Finsternis, denken offenbar einige und lassen ihre Lichterketten weiterhin nach Sonnenuntergang brennen. Die Tage werden für uns Nordlichter spürbar länger und wir gehen auf die erste Tag- und Nachtgleiche 2021 zu. Schon im letzten Frühjahr war bei den vielen Spaziergängen der Blick für die ersten Knospen und Blüten geschärft. Haselsträucher blühen bereits jetzt. Frühling, Sommer, Herbst und Winter funktionieren. Immerhin. Kann uns also der Jahreszeitenwechsel trösten oder Kraft geben? Ja, durchaus. Das Mehr an Helligkeit hilft den Gemütern. Und wenn die ersten milden Tage kommen, geben bei uns doch die Türen auf. Wir sind Teil der Weltenlauf. Jesaja, den ich anfangs zitiert habe, nimmt dieses Erleben religiös auf. Jesaja setzt dadurch Wesentliches hinzu und wird auch persönlich. So wie die Sonne geht Tag für Tag über dir dein Gott auf. Der Vater, deine Lebensquelle, deine Geistkraft, dein Sinn, egal ob du schon aktiv bist oder noch ausruhst, ob du alt bist oder jung. Dein Quellgrund ist da. So sicher wie der unveränderbare Jahreszeitenverlauf, vertrau drauf. Wer sich in der Bibel auskennt, denkt dabei vielleicht an den ausdauernden Mose, der in wirklich wüsten Zeiten Hilfe zu seiner Zeit bekam, zusammen mit seinen Leuten, die zuvor noch ihr altes Leben wiederhaben wollten. Oder an den kämpferischen Elia, der in enger Felsspalte unerwartet Rettung erfuhr. Und vor allem an Jesus, der Wind und Wellen beruhigte, als in der Dunkelheit schon Wasser ins Boot eindrang. Sie geben uns Lichtzeichen für ein Gottvertrauen, das sich nicht vorhersehbar neu einstellt. Das müssen wir nicht verstehen, es kommt. Wie der Sonnenaufgang kommt. Man kann die hebräische Weissagung vom Aufgehen Gottes über dir als zukünftig übersetzen. Es wird geschehen. Ist das passend? Oder ist die Gegenwartsform besser? Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jens-Uwe Jürgensen.